Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich in Markt Schwaben am Theaterweiher. Sehen Sie und staunen Sie eine Bühne, wie sie sonst ganz selten sind. Es ist Bregenz, fällt mir da gerade noch ein, wenn ich ganz schwer nachdenke. Aber ihr macht es ja keine Oper, ihr macht es großes Welttheater, kommt man eigentlich sagen. Und, ja, ja. Und hier in Markt Schwaben steht jetzt ein, sagt man am besten, ein Stafettenwechsel bevor. Einer zieht sich zurück. Mhm. Herr Schmidt, wie ist denn das so? Jahr. Muss es vergönnt sein, dass man aufhört. Ich habe versucht, 31 Jahre die ganze Welt auf den See herzuholen. Aber jetzt ist Schluss und jetzt habe ich einen würdigen Nachfolger gefunden. Es ist noch lange nicht Schluss. Ja, beratend. Rentner sind immer dabei bei der Beratung. Also wenn Sie zum Beispiel in Herrn Humpelmeier genau in die Augen schauen, dann sehen Sie, er weint fast ein bisschen. So leicht, die Tränen hat man drin. Oder ist es einfach so, weil Sie total übernachtig sind? Ich bin halt ein bisschen übernachtig, ja, das kann man so sagen, wie so die letzten Tage öfters, aber nein, gar nicht, überhaupt gar nicht, ich freue mich wahnsinnig. Es ist, ich verstehe Josef jetzt, was der all die vielen Jahre mitgemacht hat, ich verstehe seine Antworten auf viele Fragen, wo ich nicht verstanden habe, früher als Schauspieler, sage jetzt mal, jetzt ist mir alles klar. Beispiel? Das kriegen wir dann schon. Das sehen wir dann schon. Am Schluss müssen wir noch ein bisschen arbeiten, oder? Josef, wir wissen das genau. Das sehen wir dann schon. Weil so viele Unabwägbarkeiten sind, obwohl wir wirklich einen genauen Plan haben. Und das ist die oberste Grundlage, weil ja jede Szene, jedes Wort, jeder Satz drei Bedeutungen hat. Wo kommt man her, wo kommt man hin, was macht er, was will er? Und das ist mir jetzt sehr deutlich geworden, ja. Und dann wird natürlich auch jetzt hier versucht, so ein Wechsel in der Zuschauerschaft ein bisschen herbeizuführen. Also praktisch so Ihr Semester. Das wird Ihre Karriere am See beenden, das ist ganz klar. Aber das ist ja normal in unserer Evolution, dass jetzt die Jugend kommt. Und jetzt haben wir einen guten Wechsel. Und ich freue mich drauf, weil ich sagen kann, dass wir eine gute Jugend haben. Und die werden zusammen mit dem Fritz jetzt schon schaukeln. Der Fritz versteht es gut, die Jugend zu motivieren, eindeutig. Und so wie es ausschaut, ist ja auch von einem Jugendlichen in erster Linie mitgeschrieben worden, als Hauptakteur und Drehbuchautor. Fritz und ich, wir haben halt praktisch beratend mitgewirkt, dass wir ein bisschen die Richtungen kriegen, weil wir ja doch ein bisschen mehr Erfahrung haben. Aber sagen wir, die Sprache ist schon ein bisschen auf die Jugend ausgerichtet, aber ist auch schon verständlich für unser Stammpublikum. So einen großen Wechsel haben wir noch nicht. Also da muss ich jetzt deutlich intervenieren, weil das Allerwichtigste vor Anfang an war natürlich, dass wir unser altes Klientel, ja, ob es jetzt alt sein oder jung, nicht verlieren. Und das war jetzt das Wichtigste die letzten Wochen, dass man das auch deutlich macht. Darum sind wir jetzt herausgerückt, wo wir spielen und wann wir spielen. Weil mit unserem Titel Planet XX könnte man ja meinen, man spielt Star Wars in der fernen Galaxie. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Und darum haben wir jetzt ein paar kleine Geheimnisse gelüftet, nämlich ich sag's jetzt einfach, weil das weiß eh schon jeder. Wir spielen in Paris und das ist jetzt nicht wegen der Fußball-EM, die ist jetzt zufällig dahergekommen. Die nutzen wir jetzt nur ein bisschen aus, weil ja jeder natürlich fußballnarisch ist, mir genauso. Und wir spielen in ungefähr 15 Jahren. In 15 Jahren. Okay. Also das ist nicht weit weg und vor allem, da gibt es ja nur die Alten, also die alte Mechanikerin, das ist unsere langjährigste mitwirkende Schauspielerin, die Ingrid Seidel, ohne Papa bei den Frösche und Aui, die Außerirdische von Teichopolis, unser erster Science-Fiction übrigens damals. Und der Kontrast zwischen Jung und Alt, das ist das Schöne. Zwischen Retro, da ist die Rebellenbühne, die sind 15 Jahre zurück und die zwei Bühnen sind 15 Jahre voraus. Und die Alten kennen halt noch, die wissen noch, wie die Männer wirklich waren und kann man mit denen tatsächlich reden. Ja, und nee, hat man früher reden können mit denen, ja, nicht nur das und so weiter. Also dieser Kontrast ist das Schöne an dem Stück und bringt auch ungeahnte Möglichkeiten. Naja, also wir wechseln jetzt dann mal ein bisschen den Standort, gehen wir mal auf die Bühne, Damen und Herren, damit das Bild ein bisschen schwankt. Aber man muss sich natürlich schon vor Augen führen, die haben früher das hier, und da habe ich meinen letzten Stammtisch auf der Bühne gemacht, die haben früher ein Stück gespielt, wo halt der König Ludwig drin vorgekommen ist. Aber unter die jungen Leute möchte ich jetzt nicht wissen, wie viel das da ein König Ludwig noch kennen. Also ich glaube, den kennen schon viel. Ah, ja, also doch. Okay. Wenn es jemanden aus der Historie gibt, dann... König Ludwig. Also ich meine, wir sind ja schon so weit, dass der Captain Kirk jetzt Historie schon fast ist. Also mit dem bin ich groß geworden, da war ich Fan. Und den haben wir natürlich auch eingebaut, also Enterprise. Ja, wir haben einen großen Flatscreen hier, 2,50 Meter, so die Bedienkonsole der Mechanikerinnen. Und da werden Videos eingespielt, Übertragung aus dem Kuschelboot, live mit Webcam und so. Sieht man es also da vorne und im Bildschirm dahinter, wie die erst einmal die Nase berühren und so.
Captain Kirk war ich, gell? Ja. Und der Schonmodus für die Jungs, also der Entspannmodus, ist der Weltraum. Unendliche Weiten. Ja. Sieht man nur 10 Sekunden, aber den Gag, der hat reinmüssen. Verstehe. Damen und Herren, kleine Pause. Der Hund geht baden, nein, geht nicht baden. Dem gefällt es ganz gut. Das ist gut. Also, Wahnsinn. Ja. Das ist meines, die Tilla. Name von Tante Ottilie. Gott sei Dank nicht. Dann gibt es ja hier, Damen und Herren, eine Schildkröte, die auch diese Weiherfestspiele seit Jahrzehnten verfolgt, haben wir auch ins Bild bekommen. Ja, also ist schon irgendwie die uns alle überleben, sehr kontinuierlich, was hier passiert. Übrigens. Haben wir mit einem deutlichen Schritt nach vorne. Kleine Pause, dann gehen wir da rüber und dann sehen wir uns da drüben gleich wieder. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder auf dem Theaterweihenmarkt Schwaben, wo jetzt demnächst ein Theaterstück stattfindet. Das mal ganz grob geschildert, so die Dominanz der Weiblichkeit in der modernen Welt ins Bild setzt. Aber doch dann letztlich wieder mit der Erkenntnis prangt, dass es ganz ohne einen Monat geht, oder Herr Schmidt? Ja, schon. Deswegen der Titel Planet XX. Für das weibliche Chromosom und dennoch grüßt das Y. Also, und das wird sich auch hier darstellen, vor allem in der letzten Szene, dass es ohne nicht gehen wird. Jungfernzeugung gab es aber schon auch im Tierreich. Gell? Das ist bei Menschen schwierig. Ja. Glauben Sie, dass man sie klonen kann? Nein. Glaube ich nicht. Ja, klonbar ist jeder. Aber man weiß ja nicht, wie das Hirn geklont werden kann. Das ist es ja. Ja, meine Statur ist nicht schwarz zum Klonen. Da laufen genug rum. Aber, okay. Aber der Kopf. Wir müssen, also sind wir bis jetzt alle Stückel selber geschrieben, oder? Ja, schon. Und jetzt haben wir vorher gehört, jetzt haben sie einen jungen Schauspieler herangezogen, Herr Humpelmeier, und haben dem das aufs Auge gedrückt. Und der hat, klug wie er ist, noch ein paar andere gleich mit einbezogen, haben dann so ein Kollektiv gegründet und die haben ein Theaterstück geschrieben. Das hört sich für mich immer nicht machbar an, aber es ist trotzdem was rausgekommen, oder? Also so ganz jung bin ich jetzt auch nicht mehr, danke. Und was haben Sie gesagt, klug? Manchmal denken wir natürlich, was habe ich mir da gekriegt, gell? Aber es macht unheimlich Spaß. Und wenn nicht jetzt, sag jetzt mal, der Zeitdruck wäre, weil man natürlich tausend Sachen im Kopf hat, das ist super, das ist grandios. Das ist eigentlich, also, ich mache ja ganz was anderes jobmäßig, aber das ist meine Welt. Und ich habe da hinten einen Schalter, Gott sei Dank, den schalte ich um zwischen Träumen und Realist, weil wenn du das machst, dann musst du gnadenloser Realist sein, aber du musst auch träumen, weil sonst hast du die ganzen Ideen nicht. Und wenn ich dann auf meinem Balkon stehe und 5 Minuten Pause mache und wenn es dann anfängt zum Funkeln und die Ideen kommen und die zusammenzuführen, das ist das Tolle dran. Du kannst mit 3 Sätzen so viel ändern an einem Theater. Es muss halt alles logisch sein, es muss rund sein, aber das Zusammenführen, das ist mein Ding. Also das kann ich. Ich habe schon früh gecheckt, auf was der Josef aus will. Er denkt zuerst mal in Showgröße und dann das drumherum. Und das ist ganz wichtig, weil wir wollen gut spielen, wir haben eine tolle Story, aber wir müssen die Show bedienen, weil das ist das Schöne an unserem Weiher, Licht und Ton, wenn sie euch spiegelt, aber auch, das haben wir natürlich ein paar besondere Schmankerl, weil wir haben jetzt 31 Jahre gehabt und der Josef hat schon UFOs landen lassen, der hat schon Hubschrauber, der hat schon alles kommen lassen, aber... Ja, ist sogar so ein Zug mit durchgefahren, gell? So eine Magnetschwebebahn. Der Zug, das war der Lurcht. Na, Transrapid. Ja. Der fuhr hier durch, verstehen Sie es? Ja. Voller Geschwindigkeit. Waren Sie mal in Las Vegas gewesen? Ja, schon, freilich. Darum haben wir letztes Jahr Little Vegas gespielt. Weil ich das Gefühl gehabt habe, dass das irgendwann auch das Spielerparadies nach Bayern kommt. Ja. Aber es ist halt natürlich schon, jetzt, um auf Sie zurückzukommen, Herr Humpelmeier, hat einen Mordstress, wenn man so viele Mitwirkende hat. Weil die muss man immer unter einen Hut bringen. Haben Sie dann auch Rollen doppelt besetzt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Weil der Laie an sich ist ein bisschen... schwierig. Wir haben Rollen doppelt besetzt, knapp die Hälfte, sage ich jetzt mal. Wir haben einige neue Leute, sage ich jetzt mal. Es sind einige Alte dabei, also auch junge Alte. Es war gar nicht so einfach, weil es ist zuerst einmal ein junges Stück. Wir haben viele Junge gebraucht, viele junge Mädels, haben wir gedacht, aber es ist alles dann untergekommen und zwar ziemlich gut auch. Und wo haben Sie die hergekriegt? Wie kriegt man es? Also ich habe auch mal Theater gespielt, das weiß ich noch gut. Realschule Freising, sind wir dann im Asamsaal auf der Bühne gestanden und plötzlich sind dann Simon Huber da, der große Mann des Laienspiels, und hat sich dann bei uns aus der Gruppe halt die rausgegriffen, die er braucht hat können. Oh. Wie haben Sie gemacht? Wir haben eine Ausschreibung gemacht. Ausschreibung. Also wir haben zuerst unsere eigenen Leute gefragt und dann haben wir eine Ausschreibung gemacht. Dann haben wir auf Facebook und auf unserer Homepage
Castingtermin aufgerufen und dann sind wir da zu dritt. Und das hat funktioniert? Es war grandios. Die Marga Kappel, unsere Chefin der Jungen, der ganz Jungen, sage ich jetzt mal, ein alter Hase, ein Routinier. Der Josef war immer ein bisschen skeptisch mit dem Casting. Zu Recht, das hat er auch immer, muss ich aufhören. Aber die Marga sagt, du wirst Angel aufreißen, du wirst sehen, du siehst die Leute und du hast eine Idee, was du einsetzen kannst. Und so war es auch. Und ich muss sagen, es hat... Ja, das habe ich noch keiner enttäuscht, das ist jetzt sehr streng, aber ich lege da schon enge Maßstäbe an und die machen das super. Ich meine, natürlich ist das eine Entwicklung, man muss mitdingen, man muss fleißig sein. Die müssen ein Neuwachsen in das Theater spielen, oder waren die schon auf der Bühne gestanden? Wahrscheinlich die wenigsten, oder? Doch schon, also die meisten schon, aber nicht auf der Bühne. Und diese Bühne, die ist anders. Ihr habt ja den Markt Schwaben und das ist das Schöne jetzt an Ihrer Arbeit. Eigentlich eine gute Geschichte, was Theaterspiel anbetrifft. 30 Jahre, schon, von Schmidt geprägt, das ist ja auch nicht aus dem Nichts gekommen. Ja, man muss ja erinnern, dass wir 1780 haben wir ja auch schon hier einen Theaterkrieg gehabt in Markt Schwaben, den wir heuer zum Jubiläum, beziehungsweise letztes Jahr zum Jubiläum, haben wir den ja in der Theaterhalle gespielt, der Theaterkrieg von Markt Schwaben. Da wollten Markt Schwaben ein Theater spielen und die Obrigkeit hätte es verboten. Ja, aber es hat eine Lösung gegeben. Also haben wir eine Historie hier. Also alles da. Jetzt muss ich nur noch kurz, wann ist die Premiere geplant? Die wird sogar durchgezogen am Freitag, 8.7. Ja, ich meine, die kommt bedrohlich näher natürlich. Und wann wird gespielt immer? Freitag, Samstag, Premiere-Wochenende, dann Donnerstag, Freitag, Samstag und ab dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Gibt der Internetseiten, Damen und Herren, die blende ich ein. Dann schauen wir mal, wie wir das begleiten, weil wenn so große Dinge, wir wissen, so ihre Schatten weit vorauswerfen, dann möchten wir auch das Ding aus der Nähe sehen, was strahlt bzw. den Schatten macht. Es ist jetzt sehr, wie soll ich sagen, ins Unreine hineingesprochen, aber Sie wissen beide, was ich meine. Und Sie werden das zu sehen bekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bei den beiden Herren für die ausführenden, einführenden Worte. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.